Hallo und herzlich willkommen zurück bei Layers of Fear 2. Wir sind immer noch im dritten Akt, Bloody Roots. Aber ich glaube, so langsam allmählich kommen wir zum Ende des Aktes. Und ich bin eigentlich froh, dass wir in diesem Akt keine Verfolgungsjagden hatten. Und ich hoffe, dass das jetzt auch so bleibt. Ey, ich habe echt keine Lust, jetzt wieder vor irgendeinem wegzurennen. Das hat mir im zweiten Akt wirklich gereicht. Aber wir schauen mal, was hier passiert. Hallo? Hallo? Gibt's hier was? Wir schauen mal. Da geht's nicht weiter. Scheiß. Auch Ende. Gibt's hier was? Das sieht aus wie ein Labyrinth. Hätten wir uns das merken müssen? Father, no, please. Hätten wir uns das merken müssen? Gibt's hier was? Was ist das? Eine Lampe? Sieht aus wie ein Labyrinth, ne? Scheiße. Hätten wir uns das merken müssen? Da hatten wir gestern sowas gefunden. Warte mal, es war geradeaus. Ich glaube, das ist nicht von Relevanz. Ich glaube, man kann hier nur irgendwie langlaufen. Da müssen wir, glaube ich, hin. Stay out of it, Lily! Why can't you just leave us alone? Okay. Das ist das Poster aus dem Kinderzimmer hier. Verrissen. You filled the boy's head with nonsense. As if he wasn't useless enough. Niemand ist nutzlos. You're the one who's useless, you cruel, one-eyed freak! What did you call me? Get away from him, you monster! Oh. Hatte nur ein Auge. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt dem Licht ausweichen, ne? Da oben ist er. Aha. Okay. Der sieht cool aus, ne? Das hat was. Dieses Bedrohliche von oben. Und das Piratenschiff auf dem Rücken. Feier ich gerade? Richtig nice, ne? Hallo? Wo ist denn hier dein olles Licht? Okay, ich muss dem Licht ausweichen, vermute ich. Sonst erwischt er uns. Ich weiß nur nicht, wo es gerade rumspukt. Hallo? Die Musik hat aufgehört. Interessant. Okay, das ist geil. Hier ist einfach Stille und Harmonie. Okay, aber ich habe das Licht hier immer noch nicht gesehen. Gut, denn bedrohlich im. Sieht er uns? Nein! Okay. Er hat uns gesehen. Dann gibt es bestimmt keinen Erfolg mehr. Weil, können wir nicht einfach hier lang? Guck mal, hier geht doch das Licht lang. Oder hier bestimmt im Kreis gehen. Oh, meine Vermutung. Oh, no. No, 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 no.
Okay. Bist du? Hallo? Okay, aber hier bin ich ja safe, ne? Da vorne. Okay, wir folgen einfach mal dem Licht, würde ich sagen. Das würde ja nicht zurückkommen, oder? Vermute ich. Okay, wie in diesen Nischen. In diesen Nischen fehlt irgendwie der Sound, ne? Okay. Ja. Ein brennendes Schiff. Wo muss ich denn jetzt hier lang, Junge? Kommt er hier zurück? Oder kommt hier zurück, ne? Hey, hey, Muchacho. Ist hier eine Sackgasse? Nee, da. Hallo? What? Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Glaube ich. What? Bin verwirrt. Ist jetzt hier noch Licht oder nicht? Oh. 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 Ach du Scheiße, no. Ging's denn da lang? Wir wissen wohl, wer wir sind, aber nicht, was wir werden können. Na, schon gar nicht, wenn wir tot sind. Scheiße. Okay. Hat sich auf jeden Fall diese Strecke hier gemerkt. Okay, wir probieren hier nochmal unser Glück. Geht's hier... da geht's lang. Okay. Wir waren so kurz vor dem Heiligen Gral. Okay, Klappe zu. Ja, da ist die Musik immer verschwindet, ne? Da kommt er. Nicht. Doch. Tschüss. Bye, bye. Ja, da läuft hier irgendwie zickzack. Die größeren... Oh, aber hier. Da würde er nicht, oder? Glaubt er denn nicht, dann sind wir safe. Oh, ist aber richtig ätzend, ne? Okay, warte mal. Dann kommt er ja gleich wieder. Wenn... Oder hier Schritt für Schritt. Okay. Gleich weiter. Tschüss. Mein Gott. Ich renne. Hallo? Okay, die bedrohliche Musik, die hat zumindest aufgehört. Nochmal, ob wir da raufklicken, schaue ich hier nochmal. Habe ich immer noch kein Bild, ne? Hier ist noch nichts. Nichts. Na gut. Father, it's today. I know. I'm going to see her. Take care of the house while I'm gone. Did you get anything for James? It's his day too. I had to buy something for your mother. That's all I could afford. Okay, die Frau scheint an seinem Geburtstag gestorben zu sein. Die Frage ist, war es bei der Geburt? Denkbar. Vielleicht ist er deswegen so wütend auf ihn. Vielleicht. Also zusätzlich zu seiner Trauer aufgrund seiner verlorenen Frau. Denkbar. Okay. Tja. Schauen wir hier. Das ist eine Leiter. Zu hoch. Okay. Nichts. Hallo? Ist da? Keiner weiß uns. Ah, hier haben wir mal
4, ne? Und die 3, die haben wir verpasst. Richtig, richtig ärgerlich. Richtig ärgerlich. 3 haben wir verpasst. Bitte? Wer bist du? I can't take it anymore. Make it stop. Come on. There's nothing left for us here. It hurts. It hurts. Soll er symbolisch für den Vater stehen hier? It Ja, wie kann ich dir denn helfen? Ich würde ihm helfen. Ich kann ja nichts tun. Wie kann ich dir helfen, Digga? Ich kann ja mit nichts interagieren. Ja, da ist eine Tür. Vielleicht gibt's hier was. Ja. Ja, da ist eine Tür. Da könnten. Ich bin mir halt nicht sicher, kann ich hier eine Entscheidung treffen? Aber hier gibt's nichts. Ich habe hier nichts, um ihn zu erlösen. Aber wir müssen einfach gehen. Steht wahrscheinlich dafür, dass sie ihren Vater zurücklassen, vermute ich, und dann sich Richtung Hafen begeben und ihn mit seinem Schmerz und Kummer alleine lassen. Vermute nicht. Is it over? No, Mr. Hardy. It's only just beginning. Genau. Ein neuer Anfang. Okay, hier sagt sie nichts zu. Sonst hat sie mal was dazu gesagt, ne? Oh, ein Schlüssel. Hier, hast du übersehen. My spirits, as in a dream, are all bound up. My father's loss, the weakness, which I feel. Okay. Entschuldigung. Wir haben 2 Bilder, ne? Habe ich gerade gesehen. Hatten wir doch schon 1 eingesammelt. Aber ich glaube, im 2. Akt haben wir ein Bild nicht bekommen. So, ich glaube. So, hier ist auch nichts mehr. Auch nichts. Hier gibt es nur die Filmrolle für den nächsten Akt. Breathe. Atme. Sieht aus wie Kirschen da drauf. Ein bisschen blutiger hier die Filmrolle. Schauen wir mal. Huch. Schockschwere Not. Okay, dann haben wir wohl den 2. Akt geschafft. So scheint es. Ah, wir sind wieder in unserem Versteck hier, ne? In unserem kleinen Versteck hier, was sich die Kinder wahrscheinlich erzählt haben. Hey, na hier sieht sie ja jetzt aus. Ein Biotop. Naja, richtig grün geworden hier alles. Das hat was. Was ist mit dem armen Delfin da los? Kein Delfin mehr, oder? Also wie ein Rattenkopf oder so. Da schauen wir uns gleich an, wenn wir oben sind. Liegt hier jetzt irgendwas Neues? Nö. Nur Blümchen. Was haben wir hier? Zieh es durch. Ja, ich bin ja dabei. Was haben wir hier? Lasse dein Herz bluten. Nein. Also bluten soll mein Herz nicht, aber es sollte möglichst gut durchblutet sein.
So viel ist gewiss. So, was haben wir denn hier für neue? Den kennen wir. Den kennen wir. Die kennen wir. Die sind neu. Ah ja, das könnten wir sein, ne? Vielleicht. Hier mit unserem kleinen Bruder. Denkbar. Hier, der ist auch. Das ist der Vater bestimmt. Hat sein Auge verloren. Okay. Mit einer alten Kamera oder so in der Hand. Fotoapparat. Okay, mehr haben wir nicht. Das Klärchen. Dann können wir die Filmrolle uns noch anhören. Erstmal hier TikTok. Ist aber ein schönes Plüschtier. Der Fette. Okay. So, wir brauchen die 4. Müssen wir reinballern. Dann horchen wir mal, wie das Interview hier weitergeht. Die 3, die fehlt uns. Richtig, richtig ärgerlich, ne? Schade. Traf ich das auch erst, dass das Interview mit dem kleinen Bruder geführt wurde? Okay, er sitzt irgendwo im Park alleine. Ist ja auch interessant. Wo ist die Schwester? Werden wir bestimmt noch erfahren, insofern wir hier noch ein paar Rollen finden. Okay, dann müssten wir... Guck mal, wir schauen mal hier noch mal ins Bad. Siehst du, da wächst was aus der Badewanne. Finde ich gut. Lass mal Wasser wieder an. Zack. Okay. Entschuldigung. Mhm, die Garderobe sieht auch gut aus. Dann gehen wir mal eine Etage höher hier. So, siehst du, hier fehlt doch überall was. Wir haben hier nur diese eine Seite. Aber ich, also eigentlich, denke ich, schauen wir ziemlich ordentlich, ne? So denke ich. Na, guck mal, wir haben eigentlich fast alle Bilder, ne? Ne, guck mal, hier fehlt einer. Da fehlt einer. Also haben wir doch einen verpasst. Hier haben wir einen im zweiten Akt verpasst. Hier haben wir einen im dritten Akt verpasst. Ärgerlich. Ärgerlich. Bestimmt irgendwie so bei diesen ganzen Geschichten, wo man wegrennen muss, ne? So, was ist mit unserem Delfini los hier? Der kriegt einen Rattenhals. Man sieht nicht mehr sehr delfinisch aus, wie ich finde. Okay, dann holen wir uns hier mal das nächste. Wo haben wir hier was? Wo nur? Da? Huch! Boah, ich drücke mal das Falsche, ne? Da. Ein Bildchen. Haben wir. So, dann sollte es ja hier irgendwo rumstehen. Wo ist denn das? Ach, hier. Eine Piratenflagge. Cool. Haben wir. Okay, dann geht's wohl in den vierten Akt. 5 gibt's, ne? So, der vorletzte. Wie sieht's hier aus? Guck mal, jetzt haben wir hier ein Bäumchen. Baumhaus. Guck mal hier. Unser Versteck, ne? Okay. Gut. Dann, hier ist der Atmer. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Lass mal schon mal in Ruhe ein Filmchen. There shall be a vast shout. And then a vaster silence.
Okay, das war sehr kurz. Akt 4, brief. Brief. Ich atme. So, guck mal. Siehst du, haben wir hier fast. Fehlt nur noch der Kopf von der Puppe. Aber den kriegen wir dann erst nach dem Abschluss. Okay. Öffne mir die Tür. Wir sind wieder auf dem Schiff. Macht's den Anschein. Wir sind so nah, ich kann es spüren. Es darf keine Zweifel geben, kein Zögern. Nur unzerbrechlichen Willen. Das ist es, was wir haben. Das ist es, was wir sind. Endlich. Ja. Oh ja. Scheiß Kutter hier, ne? Hier liegt noch was. Okay, wieder von dem Sicherheitsbeauftragten an die Crew. Achtung, blinde Passagiere an Bord. Zwei davon, höchstwahrscheinlich Kinder, wohnen im unteren Deck in der Nähe des Frachtraums gesichtet. Hiermit fordere ich alle verfügbaren Crewmitglieder dazu auf, nach einem Jungen und einem Mädchen Ausschau zu halten, die unbeaufsichtigt auf dem Schiff herumwandern. Bei Sichtkontakt sofort fassen. Okay, sie wohnen entdeckt, aber das hatten wir, glaube ich, am Ende des zweiten Akts, ne? Da wurden sie gesehen. Warte mal, jetzt gehen wir nochmal kurz den anderen Weg hier. Wer entführt? Okay, ist eine Sackgasse. Hier gibt's scheinbar nichts. Okay, gut, dann müssen wir da lang. Aber mehrere, ne? Also da müssen noch andere blinde Passagiere rumgeistern. Da möchte ich nicht wissen, was da noch für Gestalten unterwegs sind. Hä? War das nicht eben auf? Ah, hä? Sah gerade voll komisch aus. Da ist Sue? Okay. Paradox. Äußerst paradox. Na, da geht's auf. Vermute ich. Geht's hier auf? Ne, da ist zu. Eine Finte. Ach, schon wieder. Okay. Na. Jetzt, witzig gemacht. Ich dachte zuerst, huch, da hat's eben geruckelt, ne? Schon wieder? Oder ist es gewollt? Ja, Bild. The Trial of a Martyr. Are you not afraid of death? Some people believe in nothing. And so they live for nothing. To live without belief is more terrible than dying. Hm. Okay. Haben wir noch was? Nö. Sieht nicht so aus. Okay. Oh! Digga! Oh! Der hat mich aber richtig eiskalt erwischt, Junge. Boah, Gänsehaut überall. Eieiei, Muchacho. Das war übel. Boah, scheiß Puppe, ne? Da sind die Ratten. Weg mit euch. Es ruckelt jetzt so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Lily, Captain, I found it. But it's empty. It's all gone. Steady yourself, quartermaster. Return to the hideout. I'll keep searching on my own. I can help. I said go. Okay. Ich weiß nur nicht, was in der Tasche drin war, aber es scheint ja von Bedeutung zu sein, wenn sie es riskiert, entdeckt zu werden, um sich auf die Suche zu machen. Vielleicht irgendein Erinnerungsstück von der Mutter oder so. Da kann man nicht rein. Okay.
schaukelt was. Ich muss hier nochmal kurz schauen, ob hier... Wir haben jetzt echt schon so viele scheiß Bilder verpasst und alles. Da muss ich gucken. Was ist hier für ein Käfig, Junge? Nach roten Wand. Okay, hier ist alles verschwunden. Ja? War das? Weiß nicht. Da geht's nicht weiter. Dann schauen wir hier. Komm hier langsam Richtung Deck. Na los. Be there for her. Like she was for you. Da sitzt er. Ach, James, was ist nur mit dir passiert, Digga? Was ist mit dir passiert? Wir werden es noch rausfinden. Aber ich vermute nichts Gutes. Er hat ja immer etwas in den Schatten gesehen. Vielleicht einen anderen blinden Passagier. Und seine Schwester war nicht da. Äpfel. Wer weiß. Ah, die Nummer 5. Sehr schön. Erinnere mich, dass wir die 3 nicht haben. Das ärgert mich. Da ist jemand gestürzt. Aber liegt keiner da. War bestimmt eben auch, ne? Nur nicht gesehen. Irgendwelche lassen sich hier fallen. Okay, da ist eine Tür. Da ist wieder blockiert, ne? Schauen trotzdem einmal. Nicht, dass hier noch was rumliegt. Aber hier ist nichts. Okay. Go on. Okay, hier müssen wir wieder klettern scheinbar. Hä? Hä? Okay, das ist jetzt... Boah. Okay. Die Perspektive, ne? Lol. Da sieht er richtig nice aus. Da stürzen sich die Leute. Uah. Das ist eklig. Ihhh. What? Oh, die Perspektive, ne? Das sieht wieder so nach Jagd aus hier, diese gestrichelten Muster. Das sieht doch so aus, als würde da gleich irgendeiner kommen. Lol. Die Ratten laufen normal. Die laufen hier an der Seitenwand. What's going on here? Da kommt ja einer. Oh, jetzt sind wir es, die hier stürzen. Okay. Ist sie vielleicht tatsächlich irgendwo gestürzt oder hatte einen kleinen Unfall und kam nicht mehr zu ihm? Denkbar möglich. Okay, da ist eine Tür, ich weiß. Möchte hier aber einmal gucken, weil man hier einfach lang kann. Aber hier scheint nichts zu sein, ne? Okay. Na gut. Sind ja aber immer noch alles irgendwie so Kopf zu stehen, ne? Boah. Ist es skurril, ne? Wir waren vor, ich weiß nicht, letzten Monat oder so waren wir im Urlaub. An der Ostsee. Trassenheide. Und in der Nähe von Trassenheide, da gibt es auch so ein schiefes Haus, was auf dem Kopf steht. Da war man dann drin. Du hast wirklich nur einen Schritt reingemacht und dir war direkt schwindig. Du musstest dich festhalten. Das war ein bisschen schräg und steht auf dem Kopf. Und das konnte das Gehirn überhaupt nicht verarbeiten.
richtig, richtig ekelhaft, aber witzig. Eklig, aber witzig. Und genauso ist es jetzt auch gerade. Ich merke, wie mein Kopf arbeiten muss, um das hier gerade zu verstehen. Okay, verliere den Charakter, finde dich selbst. Kann ich das umdrehen? Finde den Charakter, verliere dich selbst. Hä? Finde den Charakter, verliere dich selbst. Verliere den Charakter, finde dich selbst. Ich möchte lieber mich selbst finden. Den Charakter brauche ich nicht. Je nachdem, wie es gemeint ist mit dem Charakter. Okay, total suspekt hier. Suspekt. Aber wir kommen hier gar nicht ruhig. Er bietet es zumindest nicht an. Hier irgendwo ein Ausweg. Sehe ich auch nichts. Das auch zu. Oh no. Nicht cool. Oder er möchte, dass ich die Tafel umdrehe. Das kann natürlich auch sein. Wobei, da war ein Kreuz unten dran, ne? Some parts are not to be played. Some parts. Okay. Aber ich hatte das doch eben umgedreht, ne? Verstehe ich nicht. Mein Gott, hier sind aber viele Kirschen. So sieht's aus. Okay. Wir sind scheinbar in der Luxus-Suite hier angekommen. Da liegt was. Ah ja, sehr schön. Das erfreut mein Herz. Ich weiß halt nicht, ob wir da wirklich schon alle gefunden, also alle bisher gefunden haben. Ist hier los? Hui! Wir haben ja schlechte Erfahrungen mit Globussen. Aber diesmal scheint nicht zu passieren, ne? Macht den Anschein. Mein Gott, schaukelt hier wieder alles. Wieder als rotes Licht. Das ist beruhigend. Mhm. Okay, die hängen ja alle ab. Kopf über. Was ist hier los? Hier. Skurril. Na, hier sieht es ja wieder fantastisch aus. Okay. Wieder am Filmset hier, ne? Komm hier aber nirgendwo hin. Soll ich hier zurück? Hier ist zu. Achso. Ich muss hier... Ah, ich sehe gerade. Guck gerade auf die Uhr. Schauen wir uns morgen ja an. Liebe Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie die Zeit vergeht. Unfassbar. Dann treffen wir uns morgen hier wieder und dann gehen wir da rein und schauen, was da los ist. Vielen lieben Dank. Dann und... Auch rein.